Der Pulsmesser auf der Samsung Gear Fit 2. Der Pulssensor Ihrer Samsung Gear Fit 2 befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses. Sobald Sie die Samsung Gear Fit 2 an Ihr Handgelenk angelegt haben, können Sie die Pulsmessfunktion bei eingeschaltetem Gerät jederzeit benutzen. Mithilfe des Pulsmess-Widgets auf einem der rechten Startbildschirme starten Sie die Aufzeichnung. Halten Sie Ihren Arm und das Handgelenk während der Messung ruhig. Die Ergebnisse werden Ihnen auf dem Display angezeigt. Im unteren Bereich finden Sie eine Wochenübersicht aller Messungen. Bei aktivierter Autopulsmessung wird Ihr Puls in regelmäßigen Abständen automatisch erfasst. Auch wenn Sie ein Training starten, wird Ihr Puls von der Samsung Gear Fit 2 regelmäßig gemessen. Ihre Pulsdaten können Sie mithilfe der Samsung-App S-Health auf Ihrem Mobilgerät im Detail betrachten und auswerten. Benutzen Sie hier das Puls-Widget, um sich Ihre Pulsdaten anzusehen, entweder im zeitlichen Verlauf oder für eine absolvierte Trainingseinheit. Thank you.